Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Wird Deutschland Fußballweltmeister? Sagen Sie es uns unter 0137 899 1299 und gewinnen Sie wertvolle Preise, zum Beispiel von der Klangapotheke, direkt am Altstadtmarkt in Hoyerswerda, dem Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik. Primacom Shop im Treff 8 Center, Ihr Primacom Ansprechpartner in Hoyerswerda. Einrichtungsparadies, Spitzenküchen und vieles mehr in Brüten direkt an der B97. Reisebüro am Markt in der Altstadt von Hoyerswerda. Jetzt noch zu guten Preisen verreisen. Autohaus Schiffelbein, Ihr Toyota- und Skoda-Vertragshändler in Hoyerswerda und Senftenberg. Machen Sie mit beim Elsterwelle Fußball-WM-Gewinnspiel. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk kann deutlich abweichen. Ihre Chance beim Elsterwelle-Gewinnspiel 5 aus 55. Täglich spielen und mit etwas Glück 5.555 Euro Sofortrente im Monat gewinnen. Einfach die 0137 822 0433 anrufen und gleich tippen. Übrigens, der Gewinnanspruch besteht für 50 Jahre und kann vererbt werden. Außerdem werden unter allen Mitspielern monatlich 150 Reisegutscheine im Wert von 150 Euro verlost. Also 0137 822 0433 anrufen und Gewinnchance sichern. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Donnerstag, dem 12. Juni. Es war eine unruhige Nacht für viele Leipziger. Im Ortsteil Neustadt-Neuschönefeld ist am Mittwochabend eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Zahlreiche Anwohner wurden aus den Betten geholt und mussten sehr viel länger in den Notunterkünften bleiben als anfangs gedacht. Der 75 Kilogramm Sprengsatz amerikanischer Bauart wurde bei Grabungen auf einem Bahngelände in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs entdeckt. Ein Bagger hatte die Bombe, die zwischen Rohrteichstraße und Rosa-Luxemburg-Straße lag, bereits berührt. Deshalb entschlossen sich die Kampfmittelexperten gegen einen Abtransport und für eine Entschärfung vor Ort. In der Nacht halb zwei wurden deshalb etwa 200 Anwohner, vor allem aus der Neustädter Straße und der Rosa-Luxemburg-Straße, von der Polizei aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Die Betroffenen, darunter auch Familien mit kleinen Kindern, kamen größtenteils in der nahegelegenen Turnhalle am Rabet unter. Dort wurden ihnen unter anderem Schlafgelegenheiten und Getränke angeboten. Die meisten kamen mit der Situation gut klar. Viele verloren nach mehreren Stunden des Wartens aber auch die Geduld oder machten sich Sorgen um ihr Zuhause. Am Anfang war ich neugierig, wie das Ganze ablaufen wird. Mittlerweile ist es in erster Linie ein bisschen langweilig. Man sitzt da rum und weiß nicht so recht, was passiert, wie lange wird es dauern, wann können wir wieder in unsere Wohnung, wann kriege ich endlich was zu essen. Wir haben ja nur feste schön alle geschlafen und, ja, und dann aus dem Bett schnell umgezogen. Ja, ich war aufgeregt, also wie verrückt, ich habe gewackelt und gezittert, ich habe meine Katze rausgeschmissen, also nicht rausgeworfen, also zur Türe raus, dass der nichts passiert. Ich sage mal so, das Einzige, was ich ein bisschen Bedenken habe, wir haben jetzt unser Haus verlassen quasi, das ganze Haus ist leer, wer weiß, was passiert ist, wenn wir nach Hause kommen, das ist so quasi das Zwischendinger. Doch für die Betroffenen kam es noch schlimmer. Nachdem die Evakuierung endlich abgeschlossen war, wollten die Kampfmittelbeseitigungsexperten gegen 4.30 Uhr mit der Entschärfung der Bombe beginnen. Doch um kurz vor 5 kam alles anders als gedacht. Die Geschichte hat gezeigt, dass es schiefgegangen ist oder gar nicht möglich war, die zu entschärfen. Denn die ist wahrscheinlich beim Fall, also aus großer Höhe vom Bomber, auf eine Schiene geprallt. Und der Zünder war wie mit dem Bombenkörper verschweißt. Ich habe keine Chance gehabt, irgendwie den Zünder locker zu kriegen. Und dann bleibt mir weiter nichts übrig, als das Ding zu sprengen.
Die Alternative wäre gewesen, mit dieser gefährlichen Bombe quer durch die Stadt zu fahren. Und das hat die Stadt meiner Ansicht nach auch zu Recht abgelehnt. Zumal bei einsetzendem Berufsverkehr und so weiter, da wäre das Chaos noch ein bisschen größer geworden. Die Bombe wurde also in ein Loch gelegt und mit Folien bedeckt, die wiederum mit 40.000 Liter Wasser gefüllt worden waren. Die Spezialfolien des Kampfmittelbeseitigungsdienstes mussten allerdings erst noch angeliefert werden. Der Berufsverkehr kam in der Zwischenzeit teilweise zum Erliegen. Adenauer Allee und Brandenburger Brücke blieben gesperrt. Um 10.25 Uhr war es dann soweit. Die Bombe konnte kontrolliert gesprengt werden. Ja, das, was dabei entsteht, das sehen Sie hier. Das wäre mal ein Bombensplitter. So sieht es aus. Sehr scharfkantig. Fliegt mit ungefähr 6000 Meter pro Sekunde von der Sprengstelle weg. Die Bombensplitter kamen aber nicht weit, sondern wurden durch die Wasserfolien aufgehalten. Überhaupt ist durch die Sprengung kein Schaden entstanden. Kurz darauf durften auch die etwa 200 Anwohner aus den evakuierten Gebäuden wieder nach Hause. Und viele mussten ihrem Chef heute erklären, dass sie von einem Blindgänger von der Arbeit abgehalten wurden. Über den großen sächsischen Städten Chemnitz, Leipzig und Dresden sind im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Bomben abgeworfen worden. Und viele Blindgänger schlummern wohl noch im Boden. Doch dass eine Bombe nicht entschärft werden kann und gesprengt werden muss, kommt glücklicherweise nur sehr selten vor. Mehr Aktuelles vom Tage sehen Sie gleich bei uns in den Nachrichten. Mit einer Fachtagung ist am Donnerstag in der Hoyerswerda Hauptfeuerwache das 50. Jubiläum der Arbeitsgruppe Schutz der Wälder begangen worden. Gegründet wurde sie 1964, nachdem rund 120 Brände mehr als 3000 Hektar Wald in der Region vernichtet hatten. Seitdem tagt das Expertengremium regelmäßig zu aktuellen Problemen. Derzeit betrifft dies die rutschgefährdeten und daher gesperrten Flächen im Seenland. Der letzte große Waldbrand in der Region war 2007 an der Bahnstrecke zwischen Knappenrode und Loser. Trotzdem kann man bei weitem nicht von Entspannung reden, denn gerade der Altkreis Hoyerswerda gehört zu den gefährdetsten Gebieten in ganz Deutschland. Ja, das Gebiet ist eigentlich altlastig. Auf der einen Seite durch den jahrelangen Grundwasserentzug, aber nicht nur das. Letztendlich haben die vielen Brikettfabriken, vier Brikettfabriken bestanden mal im Altkreis Hoyerswerda, eine hohe Braunkohleauflage geschaffen und die Zündbereitschaft letztendlich wesentlich erhöht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich diese Lausitzer Heide- und Teichlandschaft. Auf der anderen Seite Trockenheit und relativ geringe Bodenfeuchte, was ja auch eine wesentliche inhaltliche Frage spielt bei der Waldbrandgefährdungsklasse. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Ermittlung der Waldbrandgefahrenstufen. Das heißt also, wir befinden uns hier in einem Gebiet der Waldbrandgefahrenklasse A und A bedeutet höchste Waldbrandgefahr. Der technische Fortschritt hat natürlich dazu beigetragen, dass die Ausmaße der Brände heute deutlich geringer sind. Musste früher der Förster irgendwie per Telefon jemanden erreichen, um die Wehren heranzuholen, kann heute jeder per Handy den Notruf aktivieren. Und per Digitalfunk sind neben den Berufsfeuerwehren auch die Freiwilligen schnell vor Ort. Auch die großflächige Kontrolle per Kameratechnik hat die Besetzung der Waldbrandüberwachungstürme mittlerweile fast überflüssig gemacht. Sicher ist es eine Arbeitserleichterung für diejenigen, die letztendlich dort bei hoher Hitze oder überhaupt Hitze sitzen mussten und das teilweise über 12 Stunden. Und letztendlich haben wir über dieses kameragestützte System die personelle Beobachtung abschaffen können. Das ist oft Aufgabe der Forstbetriebe. Und hier letztendlich über dieses System dann zentral bei uns in der integrierten Regionalleitstelle hier in Hoyerswerda eine Möglichkeit, sofort im kurzen Austausch mit den Disponenten den Brand zu lokalisieren und auf der anderen Seite dann die Kräfte und Mittel, die dafür vorgesehen, zu alarmieren. Ein Thema, das ziemlich aktuell auf den Sitzungen der Arbeitsgruppe behandelt wird, sind die Sperrflächen in den rutschungsgefährdeten Gebieten. Wir haben hier eigentlich von der LMBV eine Gefährdungsanalyse gefordert, die LMBV abgelehnt hat. Die hat gesagt, für diese Riesenflächen, die wir haben, können wir keine Gefährdungsanalyse erstellen, sondern liebe Verantwortungsträger an den Landkreisen, liebe Feuerwehren, an den Schildern Schluss, da gibt es keine Waldbrandbekämpfung. Das bedeutet für uns,
dass wir an den Rändern eine Absicherung vornehmen und der Einsatzleiter, der vor Ort dann letztendlich die Kräfte führt, entscheiden muss, was weiter passiert. Die LMBV wird gleichzeitig alarmiert und der Verantwortungsträger der LMBV muss dann mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr entscheiden, wie wird weiter verfahren. Kann in die Fläche gegangen werden. Ansonsten wird an den Grenzen durch die Feuerwehren gewartet. Übrigens, die Einsätze der Feuerwehrleute werden auch heute noch immer wieder erschwert. Parkende Autos vor den Zufahrten sind leider keine Seltenheit. Haben unsere Jungs das Zeug zum Fußball-Weltmeister? Was meinen Sie? Rufen Sie an unter 0137 899 1299. Sie können dabei wertvolle Preise gewinnen. Vom Autohaus Illich, Ihr besser Service für Volkswagen und Skoda. Jetzt 7-mal in Sachsen. Der Wittichenauer Spezialitätenbrauerei. Unsere Heimat, unser Bier. Na dann Prost. Fröhlichs Haus der Geschenke in Wittichenau am Markt. Motorradhaus Darkfighter, Ihre Kümku und Hüsung Zweirad-Meisterwerkstatt in der Kotzerstraße 2, Hoyerswerda Altstadt. Und Expert in Hoyerswerda und Senftenberg. Expert, preiswert und kompetent. Machen Sie mit beim Elsterwelle Fußball-WM-Gewinnspiel. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk kann deutlich abweichen. Je einfacher das Geld, desto einfacher die Welt mit dem Sparkassen-Girokonto. Ich esse noch. Darf ich dann endlich mal zahlen? Einfach clever sparen. Das Sparkassen-Girokonto mit der praktischen App. Jetzt mit bis zu 128 Mbit Power ins Netz. Superschnelle Internetflat ohne Datenlimit. Und dazu endlos im Festnetz telefonieren. Zum Beispiel das Zweierpaket 32. Ab günstigen 19,99 in den ersten 6 Monaten. Rüberkommen, so geht's surfen. Und telefonieren. Bei sengender Hitze ist am Mittwoch in Dresden ein Kind in einem Auto eingeschlossen worden. Während die Mutter das Baby im Kindersitz festschnallte, rutschte ihr der Autoschlüssel ins Wageninnere. Nach dem Zuschlagen der Tür ließ sich das Auto dann nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr musste schließlich ein Fenster einschlagen, um das schreiende Kind zu befreien. Mehr Aktuelles vom Tage haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Am Hochhaus Bonnefer Straße 6 und 7 wird jetzt mit den angekündigten Sanierungsarbeiten an den Balkonen begonnen. Neben der Instandsetzung der Brüstung werden die Fußböden neu beschichtet, Regenabtropfbleche montiert und zum Schluss die Fassade farblich gestaltet, heißt es von der Wohnungsgesellschaft. Die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda erweitern ihre Fahrzeugflotte um ein umweltfreundliches Elektroauto. VWH-Geschäftsführer Steffen Griegers übergab am Freitag vor der Unternehmenszentrale die Schlüssel des VW E-Up an Anlagenmechaniker Ricardo Schöne, der das Auto symbolisch für die Belegschaft übernahm. Das Fahrzeug kann mit einer Aufladung bis zu 130 Kilometer zurücklegen. Es wird unter anderem bei Baustellenkontrollen, Einweisungen und dem Bereitschaftsdienst zum Einsatz gelangen. Die VWH haben insgesamt 24 Pkw bzw. Kleintransporter, 4 davon sind Erdgasfahrzeuge. In diesem Jahr soll mit dem Aufbau eines Wegeleitsystems für Autofahrer im Lausitzer Seenland begonnen werden. Ein entsprechender Fördermittelantrag sei positiv bewertet worden, allerdings fehle die Geldzusage noch, erläutert Daniel Just vom Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen. Das bereits bestehende System für Radler wird derzeit kontrolliert und schiefe bzw. falsche Schilder werden demnächst korrigiert. Die Verbraucherzentrale Hoyerswerda bietet in der kommenden Woche einen kostenlosen Vortrag zum Thema Reiseversicherungen an. Im Referat wird auch auf aktuelle Gesetzesänderungen Bezug genommen, heißt es in der Ankündigung. Treff ist am Montag um 10 Uhr und am Dienstag um 17 Uhr im Einsteinhaus auf Gang D. Zum Glück hat die Hitze heute in Sachsen etwas nachgelassen. Wie es in den kommenden Tagen aussieht, erfahren Sie gleich. Außerdem haben wir dann die Veranstaltungstipps für Sie.
Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Donnerstag fiel der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft. Aus diesem Grund haben wir natürlich einmal rumgefragt, wie weit schaffen es die Deutschen in diesem Jahr? Also nach dem jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass sie im Halbfinale kommen, zumindest. Weil das Problem ist, die Ausfälle von den Leuten, Zusammenspiel funktioniert noch nicht richtig. Und das Wetter da drüben ist natürlich auch nicht die Sachlage für unsere Leute. Aber wir sind eine Kämpfermannschaft, Turniermannschaft. Das heißt, von Spiel zu Spiel steigern wir uns. Nachteil ist halt, erstes Spiel gegen Portugal, einer der stärksten Mannschaften momentan. Und das könnte sein, dass wir da gleich out of order sind. Bitte. Die werden das Ding holen. Die sind doch gut drauf. Und ich schätze, der hat sie gut da im Griff und die werden sie schon holen. Dankeschön. Ja, weil ich mache mir nicht aus Fußball. Naja, aber eine Meinung müssen sie doch haben. Nee, ohne für Fußball. Nicht. Überhaupt nicht. Weil das ist schade ums Geld. Weil? Ja, für die Rasenkasper. Zu viel geben. Warum? Oh, schwierig zu sagen. Ich denke mal, es ist eine Turniermannschaft. Die werden schon was reißen, denke ich mal. Finalspiel rechne ich. Ob sie gewinnen, wird sich zeigen. Oh, da bin ich nicht so davon überzeugt, dass die Deutschen überhaupt eine Chance haben. Ich denke mal, Brasilien als die Fußballnation wird es wohl wieder machen. Aber ich drücke unseren Jungs trotzdem die Daumen, dass sie sich wacker schlagen. Ich bin kein Fußballfan. Naja, ich hoffe, dass Deutschland die Vorrunde übersteht. Und das wird ohnehin schwer genug. Wie es dann weitergeht, wenn sie die Vorrunde überstehen, dann haben sie Chancen, unter die letzten vier zu kommen. Aber das muss man sehen. Dankeschön. Also ich bin nicht ganz so optimistisch und gehe nicht davon aus, dass Deutschland Weltmeister wird. Ich tippe auf Brasilien oder Argentinien, vielleicht auch Spanien, obwohl die eine relativ alte Mannschaft haben. Aber ich glaube schon, dass die noch stark sind dieses Jahr. Alles klar, ich danke Ihnen. Sehr mies. Ich glaube, dass sie die Gruppenphase nie überstehen. Meine Meinung. Danke. Fußball interessiert mich schon, immer mal so schöne Spiele, auch in der großen Liga, nicht? Aber unsere Fußballspieler, die da für Millionen Fußball spielen, Profispieler, die mag ich nicht. Ja? Und wenn ich dann noch daran denke, was sie dabei für Geld verdienen, wie unmoralisch diese ganze Geschichte ist, ja. Also nee. Und ich wünsche mir auch nicht, dass die Deutschen Weltmeister werden. Auf keinen Fall. Große werden gewinnen, werden Weltmeister. Hoffe ich doch. Absolut keine Ahnung, weil ich absolut keine Informationen über Fußball habe. Wie weit sie kommen, ich hoffe sehr weit, aber ich habe absolut null Ahnung vom Fußball. Macht eine Schione. Wenig Hoffnung. Ja, die Vorbereitungen sind nicht so optimal gelaufen und immer die gleichen Spieler, 4 Jahre schon. Die Lust wird draußen sein. In einem Stürmer eine geringe. Ja, ein bisschen wenig Sturm, ne? Die machen viel Geschrei, aber ich glaube es nicht. Ungefähr so 5., 6. Platz. Weiter kommen sie nicht. Danke. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda steht am Freitag das Basteln und Spielen je nach Lust und Laune auf dem Programm. Die Angebote können von 14 bis 18 Uhr genutzt werden. Zum Tag der Technik öffnet das NATZ in der Hermannstraße in Hoyerswerda am Freitag alle seine Werkstätten. Interessierte Mädchen und Jungen können die Angebote von 14 bis 18 Uhr nutzen. Das Projekt Eine Stadt tanzt, Auflage Nummer 4, hat am Freitag im ehemaligen Zentrum Warenhaus in Hoyerswerda Premiere. Um 20 Uhr präsentieren Laientänzer einen Tanzabend. Weitere Aufführungen gibt es am Samstag und Sonntag.
Zum letzten Mal wird am Freitagabend im Amphitheater am Senftenberger See die Erfolgsinszenierung des Musicals der neuen Bühne Senftenberg My Fair Lady aufgeführt. Los geht's um 20 Uhr. Im Blow-Up-Kino der Hoyerswerdaer Kulturfabrik läuft am Freitag der deutsche Streifen Über, Ich und Du. Filmstart ist um 20 Uhr. Nachts ist es klar, später zeitweise locker bewölkt und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 9 Grad. Am Freitag nach oft heiterem Beginn im Tagesverlauf teils mächtigere Quellwolken, meist aber trocken, bei 19 bis 23 Grad. Das war die Drehscheibe für Donnerstag. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Fußballabend und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.